Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Odyssey. Da hinten ist der eine Penner. Ich bin gerade leider verreckt. Und ihr wisst, was das heißt. Genau. Rache. Rache ist Blutwurst. Dieser elende Bastard. Ich weiß nicht, ob du einer von den Pennern da warst, die wo dabei waren, aber du wirst es auf jeden Fall erstmal büßen. So, und jetzt stirb einfach. So, und wo ist der andere? Oh, der kommt da. Ja, schön und viel Spaß, Bitch. Und deine dämliche Katze kriegt auch mal gleich was ab. Leg dich nie mit mir an, Arschgeige. Hä? Da bringt das Zippeln auch nicht mehr viel. Komm schon. Oh. Dich will ich bluten sehen, Alter. Ist Isodira die Zündlerin der Typ gewesen? Schaut doch voll nach einem Typ aus, der mir gerade hier voll seinen blutigen Arsch entgegenschreckt. Was wollte ich hier eigentlich machen? Warte mal, ich wollte glaube ich... Ja genau, das wollte ich machen. Tja. Leg dich nie mit mir an. Außer du bist viel weiter mit dem Level über mir, weil dann bin ich selber schuld. Das vorhin war einfach bloß... Ja, es hat halt alles nicht hingehauen. Der eine Typ hat mich überrascht. Dann hatte der Konter, den wo ich da hab, der wo so viel abzieht, nicht getroffen. Warum auch immer. Das machen wir kurz, damit wir die Schnellreise. Ja, scheiße, wie viele Athener Schiffe sind denn da? Hui. Können wir gleich wieder weggehen? Oh. Das sind immer schöne Augenblicke, wenn man das dann so hat. Aber nur wenn es auch wirklich Sinn ergibt. Wobei das nie Sinn ergibt. Noch nie. Mich würde mal interessieren, ob das auch irgendwann Richtung Assassinenorden geht. Weil ich meine, bisher hatten wir ja damit noch nie irgendwie eine Berührung. Origins liegt ja, glaube ich, weiter zurück als jetzt Odyssey, ne? Ich weiß leider nicht mehr, wann Odyssey gespielt hat. Weil da ist ja der Assassinenbund gegründet worden. Was? Ein paar Spuren, aber das wird nicht einfach. Naja, es ist ein Anfang. Jetzt können wir nur dem Weg vertrauen, den die Götter für uns geweckt haben. Ich bin nicht der Einzige, der nach meiner Mutter sucht. Der Kult wollte Nikolaus tot, dann sind sie auch mir auf der Spur. Die sind dir nicht gewachsen. Das siehst du richtig. Ja, frag mal die anderen 4 oder 5, was ich schon erledigt habe. Jetzt müssen wir kurz nochmal markieren, wo wir hin müssen. Oh Gott, da. Ja, wir müssen leider den Kultfuzzi vorher kalt machen. Mach die Ruder bereit. Weil ich meine, hey, wenn der auch so offensichtlich an der Landzunge lebt, dann will er doch getötet werden. Also sorry, das schreit so richtig dann auch so. Töte mich! Töte mich! Ich will auch so einen blutigen Arsch wie der Typ gerade. Ja, das hört sich sehr falsch an. Sehr, sehr falsch. Segel hoch! Ignoriert es, was ich gesagt habe. Wir sind hart am Wind! Boah, voll hart, Alter, der harte Wind.
Oh, schön, wie er da oben wohnt. Drauf wartet, bis ihn der Speer einen blutigen Arsch verpasst. Jetzt habe ich schon wieder gesagt. Diesmal war es Absicht. Gut, vorher auch, aber da denkt man nicht drüber nach. Hol das Segel ein! Lalalalalala. Etwas langsamer jetzt! Sag sowas nicht, Alter, die haben mich zu warten. Kommen wir da hin, wenn die machen, was sie wollen? Ich bin hier der Chef. Ah, da ist einer. 19er. Boah, scheiße, Alter. Was ist denn das? Heiligtum im Sunion. Ah, da gibt's auch was zum Kassieren. Kassieren oder blamieren oder kassieren? Lalalalalalalalala. Das ist bloß die Frage, ist das ein Sperrgebiet oder kann ich da einfach rein und alles abschlachten? Ich meine, abschlachten werde ich sowieso, aber hey. Ich muss mich verdeckt halten. Was, ernsthaft? Oh oh. Achtung, verdeckt halten, gescheitert. Oh, na gut, so verdeckt muss ich mich scheinbar nicht halten. Ja, so groß bist du nicht, hä? Geh mal mit hier. Warte mal. Alter, was bist denn du von mir? Oh, komm mal her. Warte mal, wo geht's denn hier am tiefsten runter? Hier. Was? Alter, kannst du mir mal aufhören, auf den Sack zu gehen? Alter! Okay, es funktioniert doch. Alter! Hä? Was? Was ist jetzt passiert? Okay. Scheiße. Das war gar nicht so gut. Warum krächzt sich so? Craw. Nimmermehr. Nimmermehr. Wo sind wir denn jetzt? Hoffentlich auf dem fucking Schiff. Okay, wir sind in der Nähe. Ich verstecke mich. War der nicht gerade auf 19? La, 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 la. Wir müssen mal kurz was schauen. Also gut, Inventar. Oh, wir sind erst auf 15 mit dem Ding, ne? Und sogar 54 mehr. Wir müssen mal kurz den dann nehmen. Oder? Ach, ja, der hat aber Kartendartschaden, finde ich, aber die hat das Ding ja auch nicht. Fähigkeiten. 2 Punkte. Wo ist denn das? Das da? Lass mich das Speerstufe 5. Speerstufe 5? Ach so, ja. Huh. Oh. Geil, Attentatstufe 3. Was ist das da? Waffenknecht. Ikaros Auge. 13 weitere Aussichtspunkte. Todessprung. Stürze verursachen keinen Schaden. Oh. Was war das da? Eiliges Attentat.
100%, 130% Attentatsschaden. Oh, 250%, shit. Ich glaube, ich nehme lieber das da. Ja, ich muss mich dann erst wieder... Welches Level bin ich? 17. Was will denn jetzt der Typ schon wieder? Willst du mich verarschen? Sehr gut. Nein! Jetzt, Tod bestätigen. Ein Übel weniger auf der Welt. Brief von Okitos. Sehr geil. Öffne das Kultistenmenü. Wo ist der Typ? Der da? Prison. Nein, da oben. Okitos der Große. Die kann man schon sehen, oder? Ne, die fehlen noch. Belios, die Beste von Sparta. Ja, die anderen habe ich noch keine Infos drüber, ne? So. Verzieh dich, Mann. Ähnliche Penner, ey. Ich dachte, das geht schneller. Ja, aber gut, wir hatten eigentlich, haben jetzt eigentlich, was wir wollen, ne? Noch irgendwas? Tempel des Poseidon. Der Rest interessiert ja keine Sau. Da drüben wir noch einen Punkt, den wir ansteuern könnten. Ja, aber machen wir das. Ich meine, wir können auch von da oben hin. Ja, ich schütte Herbens, wir gehen wieder zurück. Halt. Lalalala. Das finde ich sehr gut. Betet, betet zu der heiligen Asche. Ich nehme das mal. So. Der Typ steht da und tut fuck, Harfe spielen. Nein, Harfe war das, ne? Laute? Ich habe keine Ahnung. Jetzt bin ich ein verdammter Musiker. Ich bezahle Spotify. Warte mal, wo müssen wir hin? Keo. Nein, wir müssen zu. Doch, Keos. Passt schon. Können wir den Typen hier gleich umbringen? Scheiße, wo ist der Typ hin? Hä? Segel runter, Ruder rein. Ruder ins Wasser. Ich weiß gar nicht, ob das nicht bloß wirklich, wenn es schneller wäre. Ah, da. Harphalos. Eigentlich müsste ich mein Zeug wieder aufrüsten. Wie viel Kohle habe ich eigentlich? Kurz mal checken. Inventar. Kohle, ich besitze 3174. Wow. Ha. Ein bisschen wenig, kann das sein. Wie verdient man eigentlich am besten Kohle in dem verdammten Spiel? Außer überall Waffen klauen und dann verkaufen. Ah, sehr schön.
Ja. Kann bitte einer auch den Sound machen? Beep, 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 beep. Rechts einparken. Also ich bin mal weg, Leute. Festung Khorezia. Interessiert uns auch nicht. Wir gehen jetzt erstmal diesen Kultisten-Fuzzi nochmal abschlachten. Oder er schlachtet uns ab, je nachdem. Aber der Typ war vorher auf 19, oder? Hat das verdammte Spiel das leichter gemacht? Nur weil ich verreckt bin? Das ist nicht in Ordnung. Das ist überhaupt nicht in Ordnung. Und ja, ich könnte wahrscheinlich irgendwo außen rumreiten oder so. Von wegen. Immer straightforward. Ruhender Löwe. Was ist denn das? Ach, das ist ein Hund? Das ist schon was zur Hölle soll denn das sein? Warum eigentlich ruhender Löwe? Ah. Okay, wir müssen erstmal ganz hoch. Da fehlt mir irgendwie das von. Scheiße, welches Assassin's Creed war denn das? Da haben wir einen Enderhaken bekommen oder so. Ein Huhn der Löwe und dann habt ihr einen Stier, den wo er anbetet. Sehr schön. Unten ist wieder ein Athena-Lager. Da hinten ist die Athena-Festung. Da liegt irgendwas. Das gesehen ist leuchtet blau. Das ist Erz, was ich verkaufen kann. Also nichts sonst zum Neispringen, ne? Außer dieser See. Aber wenn man das halt alles so alles sieht, denkt man sich, Alter, da hätte man jetzt Bock, einfach nach Griechenland zu fahren. Oder fliegen wahrscheinlich eher. Fahren ist immer so eine Sache. Warte mal. Der Typ ist unter der Erde. Dieser kleine Mistkerl. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Wo denn? Wir wissen ja nicht mehr, wie du da reinkommst. So ein Käse. Echt, das ist eine gute Frage. Oh, verdammt, warum ist jetzt der Penner unter mir? Ich dachte, ich gehe kurz hin, schlachte und ab, gehe wieder weiter. Das ist jedes Mal so, ne? Das war gerade eben auch. Das sind sogar drei so aus. Alter, das sind sogar vier Aussichtspunkte. Hier, hier und hier. Wobei das da unten nicht wirklich als Aussichtspunkt zählt, das ist einfach nur eine Statue. Da, du kleiner Bastard. Hehehe. Ich kann nicht so holen. Ich hab voll die krächzende Stimme, Alter. Und keine Wachen. Die Höhlen des Ares. Bloß nicht sehen lassen. Oh Scheiße, das könnte übel sein. Yeah.
Boah, Alter. Ja, dein Freund kann sich ruhig zurückhalten. Ich würde aber lieber erst den töten. Ja. Lass mich mal in Ruhe da. Warte, ich will das sehen. Boah, scheiße. Und jetzt. Ah, sehr schön. Und nochmal kurz das Speer stecken, damit es rum ist. Ah. Ich begräbt hoffentlich keiner. Sehr schön. So gefällt mir das. Dann schauen wir auch mit. Alter, hier ist eine Höhle zum Reinfahren. Und hier ist ein Grafikfehler. Schaut irgendwie mysteriös aus. Alter, aber den einen jetzt dann mit dem zweiten Sperrding zu killen, war schon geil. Hä? Ah, da oben. Aber wo ist das andere? Muss doch ein zweiter Schatz hier sein. Oh, das gehört hier auch noch dazu. Hä? Komisch. Mir egal. Also gut. Wir müssen... Koressia im westlichen Teil von Piratenrache. Piratenrache? Oh, ich hab das. Ja, ignoriert es einfach. Ignoriert es bitte. Ich hab das irgendwie so exotisch versucht auszusprechen. Oder halt anderssprachig. Dann steht da halt einfach nur Deutsch Piratenrache dort. Wow. Das ist mir überhaupt nicht peinlich. Nein, überhaupt nicht. Nein, halt die Fresse. So. Oh. Danke, Icarus. Koressia. Tempel der Athena Neodusa. Ich sehe keine Soldaten hier. Nur Piraten. Sie müssen die ganze Insel kontrollieren. Nein, vielleicht machen die alle nur Mittagspause. Oh. Oh. Piraten nix gut. Piraten ein scheiß Problem mit mir haben scheinbar. Ja, wird gelaufen, hä? Hä? Jetzt. Die haben sich echt die ganze Insel geholt.
Da ist, glaube ich, die alte drin, so wie es ausschaut. Jetzt gehen wir erstmal um den Kontaktpunkt sichern. Und die Synchro. Alter, voll die Meerfestung auch und so. Nicht schlecht. Da fragt man sich, wie viele Piraten das verdammt nochmal sein müssen, um das zu... alles zu halten und zu managen. Okay, aber bevor wir da reingehen, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Assassin's Creed Odyssey. Macht's gut und Servus.